Hinter den düsteren Mauern eines geheimnisvollen Schlosses erfüllt sich ein jahrtausendealter Fluch. Sherlock Holmes und das Halsband des Todes. Ein erregender Kriminalfilm, freigestaltet nach den Romanfiguren von Sir Arthur Conan Doyle. In einer Jagd ohne Gnade kämpfen verschiedene Gruppen der Londoner Unterwelt um den sagenhaften Grabschatz der Kleopatra. Warum gehst du nicht von hier fort? Er ist mein Mann. Ich kann doch nicht einfach davonlaufen. Ich weiß, aber es gibt eine andere Lösung. Jenkins, wer war es? Wer ist es gewesen? Der Wagen fährt durch diese Straßen und wir lassen die ganze Strecke bewachen. Holmes hat mich gewarnt. Während Scotland Yard noch im Dunkeln tappt, folgt Sherlock Holmes schon einer heißen Spur, die in den Hafen von London führt. Die berüchtigten Matrosenkneipen inspiziert sein Freund Dr. Watson. Na, mein Goldjunge. Guten Tag. Wirst du mir was spendieren, ja. Kleiner? Ja, wenn du Lust hast, haben wir eine kleine Arbeit für dich. Springt was aus? 60% für Sie. Eine ganz hübsche Summe. Wenn Sie bedenken, was das Halsband der Kleopatra einbringen wird. Und denken Sie gefälligst daran, was es mich gekostet hat, Sie aus dem Gefängnis zu holen. Es hat keinen Sinn, Ellen. Peter kann sich nicht für immer verstecken. Kommen Sie, Inspektor. Hier oben ist eine Geheimtür. Ich habe Sie gewarnt, Holmes. Sie vertreten nicht das Gesetz. Nur wir. Ein neues Meisterstück des berühmtesten Detektivs der Welt. Sherlock Holmes und das Halsband des Todes. Die Unterwelt fürchtet seinen Namen. Sherlock Holmes! Warum glauben Sie, war die Polizei im richtigen Moment am richtigen Ort, Inspektor? Möchtest du mit meinem kleinen Spielzeug Bekanntschaft machen? Das Halsband ist abhanden gekommen. Ich kann nicht annehmen, dass ausgerechnet Sie wissen, wo es ist. Gesucht wird das Halsband des Todes. Wer wird das nächste Opfer sein? Es ist ein Kampf, jeder gegen jeden. Aber Dr. Watson kennt keine Furcht. Du sagst uns nichts. Wovor hast du solche Angst? Wenn du es nicht sagst, können wir dir nicht helfen. Wie oft habe ich euch gesagt, dass mein Leben in Gefahr ist? Wenn es Nacht wird im Hafen, kommen die Ratten aus ihren Löchern. Die Unterwelt holt zum letzten großen Schlag aus. Scotland Yard ist schon ausgeschaltet, aber Sherlock Holmes ist auf dem Posten. Welche Zimmernummer? Nummer 4. Die Aufklärung eines sensationellen Kriminalfalles bringt Ihnen der Film Sherlock Holmes und das Halsband des Todes.